Oh mein Gott. Warum ist mein Bett so verschoben? Oh nein, nein, nein. Wir spielen heute Hide and Seek bei 37 Grad. Leute, sind es draußen, gefühlt sind es 80 Grad. Und das ist das perfekte Wetter für einen Hide and Seek. Schreibt jetzt in die Kommentare, für welches Team ihr seid. Team Cell, Team Yas oder Team Egg. Der Gewinner kriegt pro gewonnene Runde 100 Euro, Leute. Das ist für uns sehr viel Geld. Für uns beide ein Weg außen raus aus dem Knast. Für Yas ist es gefühlt eine Million. Deshalb wünschen uns alle Glück. Und jetzt verstecken wir uns. Kurze Regelerklärung, ich gehe jetzt raus und dann habe ich 10 Minuten Zeit, nachdem ich wieder reingekommen bin, Yas und Egg beide innerhalb von 10 Minuten zu finden. Finde ich Egg und Yas und ich haben beide 100 Euro gewonnen. Finde ich nur eine Person, hat halt die Person, die ich nicht gefunden habe, 100 Euro gewonnen. Und ich sage euch ehrlich, Leute, natürlich schaffe ich das. Ich kenne jedes Versteck in diesem Haus. Jedes. Ich habe einen guten Plan, wo ich mich verstecke. Und Leute, glaubt mir, ich brauche das Geld mehr denn je. Ich brauche es auch bar. Ich bin auf PayPal gesperrt. Auf meinem Konto bin ich im Minus. Und nächste Woche fahre ich in den Urlaub. Ich habe noch keinen Zug zurückgebucht. Ich glaube, ich bleibe dort. Wir stellen eine Falle, Leute. Und glaubt mir, Stan wird darauf reinfallen. Okay, die wird denken, das bist du, oder was? Das ist meine wunderschöne Falle, Leute. Stan wird denken, oh mein Gott, ich bin dahinter. Komm in die Küche. Was ist noch in der Küche? Dein Du gehst in die Tür. Hör mir jetzt gut zu. Ich begebe mich in Zells dreckige, ekelhafte Wäsche. Oh mein Gott, das ist eine Unterhose. Oh mein Gott, ich muss jetzt mit der Schildkröte unter der Unterwäsche. Und Oberteile, die wochenlang nicht gewaschen worden sind. Das Ding ist, Leute, man weiß nie, was da unten ist. Da kann alles sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, die Wäsche stinkt so vergammelt, Alter. Oh Gott, das ist eine eine benutzte Oh ja, schmier mich mit dem Dreck ein. Hä, aber man sieht doch dein Gesicht. Alter, das geht so nicht. Ja. Alina. Dann Leute, ich gehe in die Ecke rein. Das ist das Sunnys Ecke. Alma hat mich verraten. Beim Hide and Seek erst zu mir gekommen. Dann hat sie mich entdeckt. Also soll er weg von mir bleiben. Auch voll eng. Oh mein Gott, ich wusste es. Ich wusste es. Ich habe dieses Oberteil gesucht. Ich habe davon zwei Stück. Ich habe es gesucht. Eins war dreckig. Auf einmal Instagram-Bild mit dem Oberteil. Komisch, vor zwei Tagen. Das nehme ich später mit. Was ist das pinke Oberteil? Okay, Leute, ich verstecke mich jetzt in ihr nässigen Zimmer. Also unterm ihrem Schreibtisch. Die findet dich. Nein. Oh. Und jetzt tust du das so zu dir? Ja. Sieht man meine Finger? Leute, 10 Minuten auf ab jetzt. Und ich sag euch ehrlich, ich rieche. Ich rieche da was. Ich weiß nicht genau, was es ist. Aber es riecht sehr eklig. Warum ist nicht geringer in unserer Küche? Alter, warum ist hier kein Filter drauf? Mein Bestie hat bestimmt jemanden versteckt. Nein, hat sie nicht. Aber ich sag euch ehrlich, ich rieche diesen Gestank von kleinen Kindern. Weißt du nicht, ob es Yas oder Egg? Und ja, ich glaube so sehr an mich, dass ich noch was trinken kann. Ich glaube, bevor dieses Video beendet ist, kriege ich noch einen Kreislaufkollaps oder so. Wer ist da? Boah. Wer hat versucht, sich hier reinzuquetschen? Sei ehrlich, als hat jemand versucht, gell? Ich schwöre. Boah, stinkt aber voll. Boah, scheiße. So, dann gucken wir hier. Hier ist keiner. Hier ist auch keiner. Okay, wir machen weiter in mein Zimmer. Hier ist keiner. Oh, der hat so geschlunken hier. Das ist gell? Riechst du das? Ich rieche auch hier Geruch. Ey Leute, er hat so speziell gerochen, gell? Jetzt die Frage, wo ist Yasin? Ich habe noch genau 8 Minuten Zeit für den kleinen Jungen. Aber ich brauche Geld. Nicht wollen. Sorry, dein Extensions. Boah, Leute, er wollte sich 300 Euro spielen bei mir ausleihen. 300 Euro und fährt doch in Urlaub, Alter. Wie kann man so... Junge, was redest du? Krieg dein Hund an den Ball. Leute. Yasin? Ich rieche dich. Das zählt doch nicht. Wenn man sich hier einsperrt. Da ist nichts. Ja. Hä? Was zum Teufel? Die Türe zu.
mein Gott. Das war Ex-Türe. Was? Ey, stell dir vor, die war umgekippt, gell? Wir würden nie wieder in dieses Zimmer kommen, oh, gell? Hier riecht es auch so ganz speziell, als würden gerade mehrere Leute mitatmen. Hier kann der kleine Junge nicht drin sein und da unten passt er nicht rein. Kein Geld für die beiden. Jasmin und ich haben gerade beide verloren, bedeutet, ich bin jetzt dran, mich zu verstecken, Leute. Und ich habe ein Versteck, da wird keiner drauf kommen, Alter. 100 Euro in mein Auge, ich sehe schon, katsching. Mein Konto ist gesperrt, deshalb geht Jasmin jetzt raus und muss uns suchen. Wir müssen nächstes Mal, ich muss im Balkon. Ich gehe zum Balkon, draußen stürmt es, Leute. Und es ist richtig windig und Jasmin hat Angst vor Sturm, Regen und Donnerwetter. Das ist perfekt. Und ich gehe extra jetzt hier durch Ex-Zimmer, dass Jas nicht checkt, dass ich durch Balkon gegangen bin. Ich glaube, das war zu laut gerade eben. Nee, auf jeden Fall verstecke ich mich jetzt hier draußen, Leute. Also Leute, das Ding ist, er hat so ein gutes Versteck. Was ist, wenn ich theoretisch auch in den Versteck reingehe? Denkst du, ich passe da rein? Oder... Variante Nummer 3. Sharon David. Wenn er mich hier findet, dann weiß ich auch nicht. Ich bin ein Pro in Verstecken. Das Geld gehört mir. So Leute, ich habe jetzt 10 Minuten Zeit, die zu suchen. Ab jetzt. Okay, fangen wir direkt mit der Kammer ab. Okay, also die Kammer sieht ganz normal aus, Leute. Okay, gehen wir jetzt in die erste Toilette rein. Anscheinend ist hier niemand. Okay. Dein Zimmer ist verboten, ja? Okay. Also sieht alles ganz normal aus. Okay. Hier unterm Bett ist auch niemand. Okay, nee. Gehen wir direkt zum Balkon. Okay, wie es aussieht, ist ja auch keiner. Hinten ist niemand. Das heißt, jetzt kommen wir zur Küche dran. Okay. Ey! Okay, Leute, die erste Person habe ich auf jeden Fall schon mal gefunden. Und das ist Ex, sie ist hier unten. Wie konntest du mich so schnell finden? Das ist ein gutes Versteck. Okay, Leute, ich habe jetzt noch 7 Minuten 30 Zeit. Und jetzt suchen wir mal Selena. Fangen wir hier mit dem Schrank an. Okay, hier ist keine Selena drin auf jeden Fall. Hier oben auch nicht. Okay, hier unten ist auch niemand. Okay, Leute, gehen wir weiter in den Bad. Keine Sel. Das heißt, Egg oder Sally Zimmer sind noch übrig. Inga, mal aufstehen kurz. Hier ist niemand. Hier drunter auch nicht, aber... Oh. Hier sind die. Hier sehen sie doch. Sie ist da. Inga. Was für Spaß. Haha. Das war nur Taktik. Gott, sie war das Mädchen unterm Bett. Leute, Mann, ich... Du hast dich mit einem Pro angelegt, Jasmin. Alter. Ich weiß ganz genau. Alter. Ich hab's gerade gehört. Ah. Ah. Nagel. Ja. Leute, okay, Sarah, du kannst rauskommen. Ich hab mich hinter dem Sichtschutz versteckt. Ich habe mich hier die ganze Zeit hinter dem Sichtschutz versteckt, bedeutet, die hat mich nicht gesehen und ich habe 100 Euro gewonnen. Egg? Wo war sie? Unter dem Tisch. Oh Gott, die sind beide so dumm. Leute, ey, dieses Haus, ich kenne jede Egg, ich kenne jedes Versteck. 100 Euro? 200 Euro schaden auch nicht, kommt mit. Und da hat Egg schon versucht, jetzt gesagt, das ist praktikabel. Es ist nicht leicht, wenn ihr einen fetten Bumba habt. Ich passe nicht rein mit meinem Popo. Leute, das Ding ist, Sel ist die Queen von Verstecken. Jasmin, ich riech den hier irgendwo. Leute, ich habe das Gefühl, dass Jasmin sich irgendwie so richtig tricky versteckt in so ein richtig gutes Versteck. Sel ist eh Queen von Verstecken, aber ich gönn's ihr nicht. Boah, du stinkst. Mach Baby. Was
Nein, hier ist er nicht. Komm schnell, meine Zeit läuft, Inga. Justin muss da irgendwo sein. Leute, Justin ist groß, er kann sich nicht gut verstecken. Kleiner Junge, ich hab mich. Was hab ich da gerade gespürt? Oh Gott, ich hab gespuckt. Jetzt komm ich rein. Leute, ich hab einen neuen Boy bei Nummer 4 und er guckt die Videos an. Und es ist nicht akzeptabel, dass ich in Videos... Ich hab einen Ton gehört. Oh mein Gott. Warum ist mein Bett so verschoben? Oh nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Alles hier ist merkwürdig. Die müssen hier irgendwo sein. Ich weiß, wo sie ist. Sal, ich hab dich gesehen und gehört. Sal. Ey, Sal. Ich hab dich gesehen. Hallo. Ich hab dich gesehen. Ja, die ist da unten. Die ist da unten. Inga, da ist niemand anders unten. Sag nicht, dass es das Mädchen unterm Bett ist. Denn sie ist in den Flitterwochen. Vielleicht ist hier jemand. Wie, hier ist niemand? Das kann doch nicht sein. Selina, es bringt dir nichts, sie zu verstecken. Ich weiß, dass du hier unten bist. Okay. Schon wieder. Selina, komm raus. So, jetzt gehen wir ins Sals Zimmer. Ihr Zimmer ist ein Katastrophes. Oh Gott, da rede ich rein. Nein, 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 Leute, ich kann es mir nicht leisten, bei Videos recht am Anfang eklig zu sein, weil Leute. Bei Nummer 4. Sieh die Videos, das ist nicht okay. Ich hole euch meine Kinder. Oh Gott, wie schlecht, ich finde einfach beide nicht. Alter, ja. Du hast noch 4 Minuten. Das kann ja nicht sein, dass die alle von Luft aufgelöst sind. Wo soll denn 1,80 Meter Yasin? Wo soll das sein? Oh mein Gott. Selina. Selina. Selina, Selina. Ich habe ihr Husten gehört. Inga, wir gehen schnell im Balkon. Komm raus, Yasin. Ich weiß, dass du... Guck mal, ich habe dich schon gesehen, Junge. Du wurdest ertappt. Ich weiß, dass sie hier unten ist. Ich weiß es. Warum denkst du, dass sie da drin ist? Oh mein Gott, ich sehe die. Ich sehe die Leute. Das Schlimmste ist, wenn man die Beute vor sich hat, aber nicht zugreifen kann. Selina ist da. Leute, die andere Frage ist, wen habe ich unterm Bett gesehen und wo kann sie sonst sein? Ich habe doch ihr Husten gehört. Hä? Alter, ich bin so durch. Ich sehe so kaputt aus. Eine Minute, Zehner. Nein, 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 nein. Ich habe wegen einer Minute verloren, Leute. Zum ersten Mal. Wegen einer Minute verloren. Kann man mich auch so machen? Ich glaube, ich gebe gleich um. Zum ersten Mal. Ich habe wegen einer Minute verloren. Meine. Ich habe trotzdem nicht gewonnen. Trotzdem habe ich die Challenge gewonnen. Ich bin die Einzige, die in beiden Runden, in allen Runden. Leute, oh mein Gott. Wen habe ich wieder in der Welt gesehen und gehört und gespürt?